wir noch hätten? Vielleicht die Philosophiegläser. Ja. Meine Visiere. Die habe ich eigentlich auch ganz gern, die Visiere. Ich trinke ja seit 30 Jahren jeden Tag eine Flasche Wein. Ne? Stehe auch dazu. Und natürlich reflektiert man dann auch über die Gläser. Und da möchte ich vielleicht, weil das auch im Katalog dann ist. Also die Visiere funktionieren so, dass sie nur, wenn man sie richtig hält, dann kann man hier das Über-Ich, ne? Ja, sieht man es? Ne? Ich und Über-Ich, aber getrennt. Ne? Freud hat es ja getrennt gesehen. Es gibt das Ich, das im Kampf mit dem Über-Ich und mit dem Es steht. Ne? Und um das eben in Eingang zu bringen, muss man das Glas richtig halten. Und das ist ja immer auch ein Testverfahren für den Trinker. Darum ist das eine Serie, die Visiere des Trinkers. Ne? Da kann man noch überprüfen, ob die Hand noch ruhig ist und ob man auch richtig sieht. Ne? Und da gibt es eine ganze Menge an Visieren, auch mit kunsthistorischen Motiven von Michelangelo, wo sich eben die Finger von Adam und Gott dann, das ist schwierig zu malen, weil man muss es ja seitenverkehrt malen. Man muss wirklich auch beim Produzieren ganz genau und konzentriert arbeiten. Ne? Oder hier geht es eben um... Das ist nicht so wichtig, dieses hier. Warte mal. Was haben wir hier? Ja, das ist eine Contradictio in adjecto, ne? Also ein rundes Quadrat. Ne? Also Dinge, die sich nicht... Es geht manchmal auch um philosophische Begriffe. Dinge, die sich nicht wirklich verbinden lassen oder eben eine Contradictio sind, kann man hier vereinen. So, was könnte man denn jetzt auspacken? Ich schaue noch einmal, was wir noch hätten. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir einen Weltschmerz. Weltschmerz ist zum Beispiel eines der Wörter, das also auch im Englischen Weltschmerz heißt. Ne? Wurde so übersetzt wie Rucksack und Kindergarten. Ne? Der Weltschmerz ist ein philosophischer Begriff, der praktisch nicht zu übersetzen ist, also mit dem Deutschen zu tun hat oder deutsch-österreichisch. Und dieser Weltschmerz, da habe ich mal in Weimar zwei Globushälften gefunden, zwei deformierte, habe die dann mit Beton ausgegossen. Und innen gibt es ein Glas und aha, das ist nur der Sherry Brandy von Zagreb. Das ist also eine Schachtel, die aus Zagreb jetzt kam. Und da hat sich jetzt der Sherry Brandy, der innen das Magma symbolisiert. Und man trinkt ja auch ganz gern gegen den Weltschmerz, wobei das manchmal auch wieder Katharsis ist. Wenn man mehr trinkt, kann der Weltschmerz auch noch größer werden, ne? Ist ein zwiespältiges Verhältnis. Da gibt es aber auch eine zweite Hälfte noch, aber die ist wahrscheinlich in einer anderen Schachtel. Ne? Wollen wir noch mal gucken.
Ach ja, das ist auch eine schöne Arbeit hier. Das ist ein Teil von der sogenannten Heimarbeit. Und zwar sind es jetzt auch Liebesakte, aber im Parkettboden. Der Rest liegt dort. Ein größeres Stück Parkettboden. Und mit habe ich mal, nee, das kann ich jetzt nicht erzählen, aber aufgrund eines Gesprächs hat mich diese Arbeit dazu inspiriert. Und zwar, weil ich der Meinung war, dass also mehr oder minder die Liebe oder die Erotik die Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, die sie sonst vielleicht nicht tun würden. Also gegen die bürgerliche Auffassung. Und der Parkettboden ist ja ein bisschen so das Symbol für das Bürgerliche. Und ich dachte, also wenn die Liebe schon was Subversives hat, dann soll das vielleicht auch im bürgerlichen Ambiente, kommt das vielleicht am besten raus. Und das ist jetzt nur ein Teil von dem Parkettboden, wo dort noch ein Stück liegt. Eigentlich hätte ich die Arbeit gern mal, wenn jemand irgendwo ein Haus baut. Ich finde, die sollte eigentlich wirklich im Parkettboden verlegt sein. Ne? Damit es eben nicht nur im Kunstambiente wie hier im Museum dann losgelöst. Also der subversive Charakter würde eigentlich in so einem Einfamilienhaus viel mehr passen. Ne? Die Tatsache, dass man hier und jetzt vorhanden ist, verpflichtet einen ja auch direkt. Also es ist gar keine Ausrede, man ist eigentlich verpflichtet, das, was den Menschen ausmacht, auch zu leben. Ja. Ja, aber das ist eine Welthandelskarte, die ich in der Firma Topf, die bekannterweise die Verbrennungsöfen für Buchenwald auch gebaut haben. Und die gibt es nur mehr aus Industrieruine in Erfurt. Und da war ein Büroraum, den irgendwelche Vandalen angezündet haben und war, das ist auch ziemlich grau, aber diese Karte habe ich dann mitgenommen, weil ich sie ganz schön fand. Und wenn man genauer hinguckt, dann sieht man aber, dass die ist ein bisschen aktualisiert worden, diese Karte. Es gibt also, wenn ihr nach Indien guckt, da stehen dann auf einmal die Adoptivkinder. Ne? Kommen ja viele aus Indien, ne? Oder Tänzerinnen aus Thailand, sogenannte Tänzerinnen, ne? Putzfrauen aus Polen. Also es gibt nicht nur Olivenöl im Mittelmeerraum, sondern, ne? Also die ist einfach nur aktualisiert worden, die Karte. Ja. Ich habe es aber nicht zu auffällig gemacht, damit es erst am zweiten Blick, dass man es sieht. Ne? Ne? Kann man zur Geschichte hängen dann. So, was hätten wir denn noch? Oder sollen wir dann mal essen gehen? Ich glaube, das Pulver ist relativ verschossen jetzt. Also, weil es wiederholt sich dann auch. Na ja, gut, das sind die Schnecken, wenn das. Nee, die Schnecken müssten woanders sein. Weil es gibt dann einfach noch mehr Gläser. Marmor.
Dann Armatur gibt es hier noch eine, Papagei, Schuh, naja. Also am ehesten noch vielleicht die Säge hier. Die Säge ist vielleicht ganz interessant. Die war jetzt auch in Valencia bei einer Ausstellung. Da habe ich zum Beispiel meine Paddel gezeigt in Valencia, die ich immer am Amazonasstrand sammle. Eine ganz tolle Sammlung an Paddel habe ich da jetzt beisammen. Also 30 Stück, von so groß bis nur mehr Reste. Und die habe ich dort ganz schön präsentiert gehabt. Und da war auch diese Forstzugsäge gezeigt. Die geht jetzt schwer auf. Ja, muss man schneiden. Die hat nämlich eingraviert die Namen von, darum heißt sie Enzyklopädie des Waldes, die Namen von Pflanzen, also Bäume vor allem, Pflanzen, Tieren und auch Völkern, also Ethnien, die aufgrund des Abholzens am Verschwinden sind. Und das sind praktisch, ist das fast wie ein Epitaph, eine Erinnerung an eben diese Pflanzen, die verschwinden, die Tiere und die Ethnien. Natürlich nicht alle, nur ein Teil davon. Ne? Also man findet hier alle möglichen Namen, vom Jaguar bis zum, ist auch schon ganz schön gewandert, das Ding. In Moskau war es auch schon. Moskau, in Rio. Ja, das ist so mein Markenzeichen schon seit 15 Jahren. Es gibt ja angeblich schon Leute, die mich kopieren und dann einen Verweis kriegen von jemandem, der mich halt kennt und sagt, das hast du aber vom Norbert kopiert. Ne? Ja, ich trage gern so doppelreihige Sakkos und irgendwas gehört hinein, finde ich. Und komischerweise diese Abwaschschwämme, ich habe das mit Plastikschiffen und allem Möglichen versucht, aber die sind eigentlich am einfachsten, am prägnantesten und irgendwie überall bekannt, weltweit. Also das ist mit dem Schwämmchen, also wundern sich die Leute in Afrika genauso als irgendwo anders. Also irgendwie ist das so weltweit bekannt und wenn man irgendwo in der U-Bahn oder wo sitzt und man sieht auf einmal, wie jemand einen völlig starren Blick bekommt und dann vielleicht noch grinst, dann weiß ich ganz genau, dass ich das nicht persönlich nehmen darf, sondern dass das eben mein Schwämmchen ist. Ne? Das halt auch je nach Jahreszeit oder im Frühling habe ich dann eher gelb und hellgrün. Ne? Werden die halt auch immer gewechselt. Ne? Aber es ist auch vielleicht typisch für meine Arbeit, dass man eben im Alltag rumguckt und die Schönheit wirklich fast mehr im Alltag oft entdecken kann als irgendwo anders. Ne? So schlampert. Paradiesserie und zwar zeitgenössische Paradiese. Also ich suche ganz gern auf meinen Reisen dann auch Orte auf, die irgendwie mit Paradies zu tun haben. Also hier zum Beispiel die Paradiesgasse in Schkeuditz bei Leipzig. Ist ja ganz toll, ne? Ist eine Sackgasse. Also hier mit den Schrebergärten oder hier das Camping Paradiso in Sotto Marina bei Venedig.
Da war ich vor 20 Jahren mal, ist mir bei der letzten Biennale eingefallen, da muss ich schnell hinfahren, das fotografieren. Und das war auch ein total trüber Tag und wie das im Winter aussieht, das ist also Anfang November, das hat dann mit Paradies, mit landläufigem Begriff wenig zu tun. Ne? So, das ist jetzt, also hier zum Beispiel ist ein Aquarell von der Louise Joy Brown. Das war das erste Retortenbaby. Die ist jetzt mittlerweile also auch schon 25 Jahre alt. Ne? Hier ist ein Aquarell aus einer Serie, die auch relativ neu ist, über Katastrophenlandschaften, die ich dann also das Aquarell praktisch auch